Hallo, hier. Hallo, da sind wir wieder, heißt es. Wir sind wieder da in einer unterirdischen Anlage von der Eclipse. Die sind total vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Die merken gar nicht, wenn sie beschossen werden. Das war ja gut wieder. Du hast ihn erwischt. Noch. Du bist das. Hier scheint nichts zu sein, oder? Vielleicht sind die hier hinten durch die Tür gegangen. Feind eliminieren! Brauche Deckung! Jetzt! Ah, daneben. Du bist lächerlich. Beschäftigt sie! Brauche Verstärkung! Unsere Erbsenpistole! Stellung halten! Sichtkontakt weg. Geh nachsehen. Boah, ganz schön groß hier wieder.
Alles sicher. Das hat sich so nah angehört. Aber draußen war ja auch die Stimme. Feuer frei! Was Nützliches gefunden? Nur immer nützliche Sachen dabei haben die. Ziel neutralisieren! Okay, wir haben es geschafft. Trotz Husten. So, einmal auslüften. Die Schränke brauchen ein bisschen Luft. Plündern? Wir haben eigentlich was anderes vor. Das war jetzt nur ein Zufall, dass wir die hier gefunden haben. Ich bin dafür, dass wir uns das Plündern aufsparen für ein andermal. Obwohl, sowas müssen wir ja mitnehmen. Nova Galactic, Handbuch 07. Senkt dauerhaft den für einen Greifsprung benötigten Treibstoff zusätzlich um 1%. Wobei, die Sachen von denen würde ich mir jetzt ungern entgehen lassen. Das passt da rein. Das passt hier nirgends rein. Und das passt da rein. Das hier passt... Oh, das passt gar nicht rein. Da waren wir zu voreilig gerade. Das passt auch nicht rein. Doch, das passt da rein. Aber das hier passt dann ja nicht mehr. Doch, das passt da rein. Doch, die... Nee, Moment mal. Eins von beiden passt hier nicht. Also das würde da reinpassen. Und das hier vielleicht andersrum? Nee. Das würde da reinpassen. So. Okay. Ist das eine Telefonnummer? 245-309? Oder vielleicht ein Geheimcode für irgendwas?
So. Ich liebe immer diese Whiteboards, mir das anzugucken. Auch so in anderen Titeln. Und ich finde es faszinierend hier, dass sich da kaum was wiederholt. Wir haben schon mal so einige Sachen gesehen, die wir woanders auch gesehen haben. Aber das kann auch eine Modeerscheinung sein. So dieser kleine Außerirdische zum Beispiel, diese Hirnschnecke oder so. Die haben wir schon öfter irgendwo gesehen. Die haben wir aber auch schon als Bild irgendwo hängen sehen. Also scheint das irgendwie so eine Kultfigur zu sein. Sowas wie Homer Simpson oder Bart Simpson oder so. Oder SpongeBob oder so. Letztes Passwort ist Passwort 02. Und ja, überall steht, don't forget to meet Claire. In verschiedenen, also das haben wir schon auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Zetteln gesehen. Hier an Whiteboards steht das öfter. Ja, jetzt zum ersten Mal fällt mir das am Whiteboard ehrlich gesagt auf. Aber auf so Zetteln haben wir das auch schon öfter gesehen, dass es da steht. Warum steht es da? Was mit dem letzten Passwort ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Der Komet. Ja, also, sowas nehmen wir natürlich mit. Bücher. Und Munition, Waffen. Das muss wohl eine Art Werkstatt gewesen sein. Wladimir wären die Augen aus dem Kopf gefallen vor Begeisterung. Nehmen wir, was wir kriegen können. Naja, klar. Das würde da passen und dann brauchen wir einen, der gegenüber liegt. Haben wir nicht. Wie sollen wir das denn knacken dann hier? So. Und so hätte ich gedacht. Das passt da rein. Dann bräuchten wir noch so ein Dreier. Haben wir doch dieses. Das könnte. Ja. So, das passt da rein, aber auch da rein. Und das hier passt nur. Das passt gar nicht. Doch so. Das passt da rein und das passt dann da rein. Und? Ja, cool. Ja, genau. Das hat gefehlt jetzt. Oh, cool. Ja. Ach, Dichtmittel bekommen wir jetzt hoffentlich zu Hause genug. Kennak. Was brauchten wir von Kennak nochmal? Da brauchten wir Pointe oder so. Bacon brauchen wir davon erstmal nicht. Hier haben sie diese Fahrzeuge wohl repariert. Ganz schön beeindruckend, die ganze Anlage. Ah, so ist das. Reparaturwerkstatt.
Roboter Modell S. Da hat sich jemand ein Süppchen schon hingelegt. Hingestellt. Anzug, Werkbank. Oh, den Käse nehmen wir mit. Ach, da oben geht's noch weiter. Das ist ein Tauregelwiderstand. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Ach, bin ich schon überladen? Wir haben uns doch zurückgehalten diesmal. Ja, der ist für dich nachher, damit du das tragen kannst für uns. Weg ist sie. Ah, sie weiß schon Bescheid. Sie weiß schon Bescheid. Die Unterlagen zu den Experimenten hier sehen. Ja. Was denn für Experimente? Wohin das alles wohl führt? Willst du mein Zeug sehen? Ich möchte dir was geben, gerne. Du hast die freie Wahl. Och, jetzt echt schon wieder des Frachters. Noch einen, der dritte schon. Ja, jetzt können wir die aber verkaufen so langsam. Vergleichen. Aber erstmal sammeln wir sie weiter. Naja, nee, verkaufen müsste eigentlich gar nicht nötig sein. Wir haben ja verschiedene Außenposten und dann kann ja, oder verschiedene Schiffe auch, da kann ja jeder Schiff so einen Anzug ruhig haben und jeder Außenposten. Spricht doch nichts dagegen. Nein, 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 das geben wir ihr nicht. Uch, ja, Hilfe ist so ein bisschen schwierig gerade. Aber da ist auch richtig Gewicht hinter. Milch? Tranquility Terra Brew. Ja, okay. Das kann man ja sich wirklich eigentlich mal einverleiben, wenn man es findet gleich. Ach, habe ich jetzt vergessen, Trinkly Tea oder unseren selbstgebrauten Xeno-Tea zu trinken. Wir sind immer noch so schwer. Ach, die Ressourcen hätten wir fast vergessen. Nichts mehr rein. Was ist denn mit den Kaffeebohnen passiert? Wir hatten doch mal Kaffeebohnen. Und das Xenon hier ist so schwer. 80 ja fast. Ja, okay. Adieu. Adieu. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für, da sind sie, und für eure Likes. In dieser Folge haben wir unten die Garage mal aufgeräumt. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
tschüss.